Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, wir haben gerade König, beziehungsweise den ehemaligen König Cedric erledigt. Und ja, wir sind mitten nach dem Kampf und mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Mal gucken, was Richard mit ihm vorhat. Finally, this close. They say a throne chooses the king who sits upon it. You cannot bargain for it or seize it through treachery. I'm glad you were able to learn this before you died, Uncle. Ach, die Adligen und ihre übertriebenen Methoden. This is for my father. Stop, Richard. That's enough. Gab es nicht schon genug Blut? I've finished what I came here to do. My father died in this room. Now his soul can rest. It seems you have achieved all of your goals, Your Highness. Congratulations. Dallin, what's the situation? The spies we placed in Verona opened the gates for our troops and we entered without casualties. Only a few scattered soldiers still resist us. The city should be ours within the... Lehnen die Soldaten sich an irgendwelchen unsichtbaren Schränken an? It is finally over. No. Und so eine Theke? It is sieht irgendwie so aus. This is only the beginning. The beginning of a new chapter in the history of the Windor Kingdom. Correct? As you say. Time for the coronation. The people must have no doubt that I have ascended to the throne. Na, ob das mal gut geht. Today, I reclaim the illustrious throne of this glorious kingdom. From this day forth, our land will enter a new age of prosperity. May the wind guide our blades. May the wind guide our blades. All hail Lelouch. Ich weiß nicht, wie mir das rausgerutscht ist. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, die Cutscenes, die sind ein bisschen laut gewesen, glaube ich. Im Vergleich zu den jetzigen Szenen. Ich hoffe, es ist nicht zu übel. Asbel Lant, His Majesty requires your presence in the throne room at once.
Thank you. I'll be right there. This might be about the prisoners. I'll be back in a bit. Ja, was will er denn jetzt schon? Oh, ich habe immer noch eine schwarze Aura. So, Titel. Kämpfer. Wow, er hat schon direkt alle fünf. Ah, Sturmschlund, Himmelszorn. Ja, was nehmen wir denn? Ich habe ja keine Ahnung. Gehen wir einfach mal die Reihe hier durch. Blitz. Wunderbar. Ah! Kommt davor, wenn man andere Let's Player zuvor geguckt hat. Sei unbesorgt. Ich bin mir sicher, dass er es verstehen wird, wenn du es ihm erklärst. Ihm was erklär? Was stimmt nicht mit Richard? Ne? Bis später! So, dann gehen wir mal zu Richard. Was will er denn? Was will denn der Königsknabe jetzt von uns? Na. Ah. Begib dich in den Thronsaal, in den Thronsaal, in den Thronsaal, in den Thronsaal, in den Thronsaal! Warte mal. Cutscenes. Böse. Wir sind runterdrehen, weil im Vergleich zu den anderen Szenen war doch schon ein bisschen happig. Okay. Was will denn der King von uns? The punishment for those knights who sided against his majesty has been decided. Look. In his infinite mercy, the king has chosen to forego their execution. Instead, the commanders will be stripped of their rank and titles and expelled from service. Asbel, I summoned you here for a different reason. I have reached a decision regarding the current situation in Lant. You have? Earlier, we informed you that the Stradan military has occupied Lant's Kreas mines. Because of this, our country's supply of Kreas is nearly exhausted. If this continues, it will be a serious blow to our country's economy and the lives of our citizens. Such thoughts are deeply painful to His Majesty, and so he has decided to take immediate action. What kind of action? We will invade Lant. What? You can't! You'll initiate an all-out war with Strada! And the people of Lant will be caught in the middle! We have sent numerous messages to the Stradans ordering their withdrawal. But they continue to cower behind their meaningless alliance with Archduke Cedric. We have also heard rumors that the people of Lant wish to break away and join Strada permanently. That is nothing less than high treason against His Majesty and his kingdom. I cannot forgive those who turn against me. We will drive Strada and all who support her from my lands. You can't be serious! With that in mind, Asbel, His Majesty has chosen you to command the invasion force. Me? This is a chance to both redeem your honor and reclaim your homeland. Be grateful that His Majesty be so generous and serve him well. You ask me to fight against my own brother and my own people? Tread carefully, Asbel Lant. I rule this country now. Ja, und wer hat dir geholfen? Und wer hat dir dazu geholfen? Richard. Your Majesty, will you at least send me to Lant as an envoy? Do you really think you can convince Strata to leave? As I remember, their commander is your brother, and the very man who drove you out in the first place. Ach, der hat das doch bestimmt schon längst vergessen. Do not expect a different outcome just because you're related. Blood breeds hate as well as love. You need look no further than my late uncle to see this. You are no different. Your brother has forced you to this position, and you hate him for it. I haven't given up on repairing my relationship with my brother. Please, I beg you, give me one chance. I will convince my brother to enter negotiations. Very well. If this is your wish,
I will give you the chance. Thank you, Your Highness. However, time is short. You are to leave for Lant without delay. I understand. Supi. Your Majesty, is this wise? He's such a kind man. It's the trait I love most in him. I must take good care of him. Okay, ich drück diese Szene jetzt einfach mal weg. Und guck nicht zurück. So, es geht. Nein, okay. Dann überbringen wir mal die freudige Nachricht. Und in welcher Tür waren wir? In der letzten, ne? In der letzten waren wir, oder? Das ist jetzt, oder? Ja. Also wir hier drin. Sharia. What is it? Is it true that the people of Lant want to secede from Windor and join Strahda? Well, I did hear a few people suggest something like that. Sharia, you have to listen to me. Our homeland is about to become a war zone. Richard is planning to invade Lant. No! I'm going back to Lant. I have to convince Hubert to enter negotiations. Well, I can't just sit around here. I'm coming with you. Mind if I tag along as well? Captain. Hallöchen. Had you not interceded with Richard, the other knights and I would have been executed. I owe you a great debt, and this is a way to repay it. It'll be an honor to have you at our side. Thank you, Captain Malik. Thank you, Captain. I'm not a captain of anything anymore. You'll always be Captain Malik to me. Asbel. I think we're ready. Let's head for Lant. Alles klärchen. Kriegsgefangener und entlassener Hauptmann. Direkt ein neues Partymitglied. Tauschen wir mal direkt mit Espel aus und Espel tauschen wir mal mit Pascal aus. Was hast du denn hier alles so? Wow. Schon alle Dinger gemeistert. Ich halte es nie aus. Okay. Warum nicht? Ja, schon so viele. Okay. Luftdruck hier. Kalt von da. Warte mal noch. Warte mal, Luftdruck. Luftdruck hier. Luftdruck ist ein stärkerer Angriff. Kalt von Protonexplosion. Glasangriff. Einmal so. Einmal so. Und. Einmal so. So. Zack. Okay. Weiter geht's. Auf zurück nach Lant, zu unserem Land. So, aber ich möchte mich jetzt noch mal in der im Schloss hier umschauen, weil ich glaube, hier gibt es auch noch ein, zwei Sachen, die wir uns holen können, glaube ich jedenfalls. Und die habe ich immer verspätet geholt, deswegen würde ich sie jetzt mal lieber holen, obwohl ich noch nicht mal weiß, was. Aber gucken wir mal. Ja, oh, die ganzen anderen Artikel muss ich auch noch ausrüsten. Blitzschlag. Ja, Heilzeit, Wirkzeit meine ich, runter. Also war noch wenig hier. Also. Hat, ja, Sophie. Ein bisschen geordneter. Schwertsturm, jo. Hallöchen. Ganz schön langer Korridor, was? Und es macht keinen Spaß, ihn zu putzen. Das könnt ihr mir glauben. Kinderarbeit. Oh mein Gott, ich fasse es nicht, Richard. Was hast du getan? Denk doch mal an die Kinder. So, Hallöchen. Ich glaube, hier ist nichts. Diesen langen, langen Gang. Din, 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 din. So, wahrscheinlich ist hier sowieso nichts und ich gehe den ganzen Weg hier umsonst, aber ich meine, es gibt Zeugs zu holen. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich Zeugs erlangt habe.
Außerdem sind die ganzen Quests sehr schnell verpassbar. Deswegen, ja. Besser früh genug nachgucken als spät genug merken. Oh nee, habe ich verpasst. Aber ich glaube, hier gibt es echt nichts mehr. Mann. So, da oben, glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Ich glaube hier, genau. Oder auch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Ich habe mich schon wieder verirrt. Ich finde es klasse. Ah. Ein Elixier. Ich wusste auch, hier gibt es einige Räume, wo wir reingehen können. Dann bin ich gut. So, hier ist, glaube ich, auch noch was. Hier ist nichts. Hier ist echt nichts. Was? Da fuck. Hey. Na gut, dann eben nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Warum ist ja nichts? Ist ja links aber noch was sein, ne? Das ist furchtbar spannend, ne? Das ist sowas von atemberaubend. Von dem Weg wieder zurückzufinden, das schaffe ich doch nie im Leben. So, hier ist was. Oh, Geld, super. Dafür bin ich jetzt hingegangen. Hier sind doch Schatzungen. Wieso kann ich die nicht öffnen? Was soll denn das? Das ist so eine verdammte Lüge hier. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Ich meine, da gab es aber mal was Besseres zu erlangen. Wahrscheinlich erst später. Mal gucken. Also nicht mal gucken, weil ich renne jetzt ganz bestimmt nicht nochmal hier durch die Gegend. Ein andermal. Ich glaube, wir sind jetzt 5 Minuten hier einfach nur durchgerannt und haben nichts erreicht. Das ist Wunderbärchen. Okay, ich brauche Dingens. Tränke des Lebens. Was? Achso, ja. Ich habe ja auf Dings gespielt. Und da waren auf einmal alle Tränke wieder da. So, wo bin ich denn jetzt hier wieder? Ach, hier haben wir gegen Victoria gekämpft, genau. Dann, im Barona müssen jetzt noch einige Quests geben, die kann man noch abschließen und dann schaffen wir irgendwie gar nichts mehr in diesem Teil hier, ne? In dieser Folge, in diesem Part. Ja, wir können schon mal auf dem Weg nach Land machen, finde ich. Oder ich kann da offscreen auch losgehen. Ergreifender Moment! We've traveled all around Windor and haven't seen any sign of your home, your family, or even your friends. That's okay. As long as I have you and Sharia and Pascal, I'm happy. But... Aw, you're such a good kid, Sophie. Well, it's true that she never hides her feelings, so... I guess we can assume she means it. Man, we're the bestest friends ever, huh? The house have had a quick touch to celebrate. No. We can assume she means that too. Okay. Zum Thronsaal können wir nicht. Dann gehen wir nach Barona. Und hoffentlich können wir ein paar Quests und so erledigen. Wegen FP und so, ja. Habe ich nicht vergessen. Aber wir können eigentlich schon mal nach Land reisen. Ja, das kommt hin. Glaube ich, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber erstmal möchte ich prüfen. Ach so, das war so ein Schild, ne? Wo ist die? Hier ist. Das ist eine Residenz, da will ich nicht hin. Dann gehen wir mal hier runter. Oder? Ja, okay. Ich kenne mich im Baron eben nicht so aus, obwohl ich das Spiel schon wie viele Jahre gespielt habe. Da gibt's neue? Nee, okay. Ah, er hat also... Mit ihm können wir also diese Dinge ja ausrüsten, ne? Ein Matrosenmuschus für den Herren. Okay. Dann... Wo ist... Ach ja, da oben war die, ne? Ne, hier unten. Ich hoffe nur, wir haben auch Quests zum Abgeben.
Guck mal, in der Ritterakademie um, würde ich sagen. Brathähnchen-Eintopf. Und eine Rindschüssel und Röhr, was? Ich will mal lesen, was da unten steht. So, nächstes Dingen. Warum singe ich auf einmal Heiratsmusik? Ja. Oder? Gucken. Ja, wird schon. Bei dir habe ich noch nicht so eine Auswahl. So, nächsten Dinger. Okay. Windows Militärgeschichten. Wo finden wir die? Ich glaube, ich weiß, wo ich die finde, aber ich bin mir nicht sicher. Aug in Aug. If you don't mind my asking, sir, what do you think of what Richard said? It's logical. If Strata withdraws, things should settle down in Windor. I just feel like I don't understand what he's thinking anymore. There's no denying that His Majesty has changed, but don't look to me for answers. I'm sorry, Captain. I guess I was out of line. You've graduated from me, Asbel. And you should know that I'm certainly no great champion for you to rely upon. But as far as I'm concerned, you'll always be the captain. Then at least stop looking up to me, and look me eye to eye instead. Captain. Aber du bist so groß. Understood. Wie kann man denn nicht auf ihn hinaufschauen? Er ist riesig. Ich meine, guckt ihn euch mal an. Guck mal, wie riesig. Laufen wir mal mit ihm rum. So, haben wir hier noch was? Ich muss in den Gasthäusern die meiste Zeit nachgucken. Weil auch wegen Quest und so. Aber anscheinend noch nicht jetzt. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal in der Ritterakademie rumglotzen. Gibt schon wieder neue Anfragen. Das wäre natürlich geil. Schade. Windows Militärgeschichten. Ach, wo findet man die nochmal? Ich glaube, mit denen hatte ich immer Schwierigkeiten, die zu finden. Ist nicht auch eine Entdeckung? Ach, hatte ich schon, okay. Oder? Ja, okay. Okay. Wir sind zwar keine Ritter mehr, aber wir gehen trotzdem mal hier gucken. Hier gibt es noch nichts. Ja, ich gucke mich lieber um, weil in- und auswendig kenne ich das Spiel auch nicht. Ich kenne zwar ein bisschen auswendig, aber nicht alles. Entschuldigt. Hallo. Im Moment kann ich nicht einmal vorstellen, mein Leben als Ritter aufzugeben. Ich bin wohl eine ziemlich langweilige Frau geworden, nicht wahr? Dafür hast du uns aber ganz schön den Hintern versohlt. Vor keine Ahnung, eine Stunde. Ich meine, vor zwei Tagen. Wenn man sich die anderen Parts angucken würde, vor einer Stunde wahrscheinlich, aber in Wirklichkeit zwei Tagen. Na Gütchen. Dann werde ich wahrscheinlich mit Melik noch, bevor wir ein bisschen weitermachen in der Story, ein bisschen die... ich brauche nichts. Die Art ein bisschen aufpeppeln und auf neue Titel offen. Ich speichere schon mal. Und ja, komm, ein, zwei Kämpfe machen wir noch, weil irgendwie passiert hier ja nichts. Können wir mal zeigen, was Melik so drauf hat. Ich habe ja nicht, dass auf dem Weg zurück irgendwas passiert, aber naja. Ey. Gar nichts machen, hallo? Ich kann gar nichts machen. Und was ist das denn? Distanzmeister. Malik ist ein Meister der Distanzangriffe. Er steuert seinen Wurfklingen mit einer A-Art und wirkt breit angelegte Zauber mit seiner E-Art. Umgeben vom feindlichen Norden ist er jedoch kein sonderlich guter Kämpfer. Verhalte dich wie ein Ehremann und vermeide den Nahkampf. Das hat irgendwie nichts Ehrenmännliches, aber okay. Hallöchen.
Auch spült ein Downer. Bei ihm ist das übrigens genau gleich wie bei Richard. Je mehr Arts man hintereinander kette, desto weniger ist die Wirkdauer. Geil, ne? Und Fähigkeits erlernen und flitzende Mai-Titel. Wurfklingengrundlagen. Um mit Malik erfolgreich zu sein, musst du seine perfekte Position finden, wenn seine Wurfklinge in der Luft ist. Eventuell musst du einen Kombo abbrechen oder eine E-Art auf eine A-Art folgen lassen, um dir bei der Rückkehr der Wurfklinge keine Blöße zu geben. Malik kann E-Arts auch A-Arts folgen lassen. Das heißt, er kann zaubern und dann kann er direkt angreifen. Kann, glaube ich, jeder Charakter, aber bei ihm würde das am meisten bringen. Hey. Bin ich überhaupt richtig? Dann greifen wir mal mit seinen Wurfklingen an. Und hier sind die Gegner schon ein bisschen stärker. Aber übrigens noch nicht so. Zack. Fangen und Schritte. Sobald die Wurfklinge in Maliks Hand zurückkehrt, können Wurfklingenangriffe verbunden werden. Führe einen schnellen Schritt aus, um die beim Fangen der Waffe auftretenden Pause zu verkürzen. Drücke dann X, um sie sofort wieder zu werfen. Ich habe kein Wort verstanden. Aber okay. Mit Malik spiele ich sowieso nicht so oft. Und, ja, mehr Auswahl habe ich nicht im Moment. Reise nach Land. Ach, ich muss wieder durch Grailzeit und so, ne? Ja, wunderbar. Soll ich den Weg hier auch noch reinpacken? Einfach so. Okay, lass mich mal irgendwas machen. Okay, ich kann meine stärkeren Zauber nicht einsetzen, weil die viel zu lange Wirkdauern haben. Jetzt kommen keine Tutorials mehr von Malik, okay. Oh, Apfel. Wegwerfen. Ich hebe ihn auf, um ihn wegzuwerfen. Okay. Dann. Wow. Gehen wir. Ey, eine magische Katar. Leons Katar. Ich komme aus dem Königreich Seine Galt. Cool. Galt. So wie ein Galt. Ich bin auch, glaube ich, bescheuert. Ich glaube, ich hätte den Turtles-Transport nehmen können. Aber hier ist auch ein Turtles-Transport. Mal gucken. Würde ich mich erstmal nach Grailzeit importen und dann würde ich mich irgendwie offscreen vor Land begeben. Weil, ja. Ich glaube, mich hat auf dem Weg dahin irgendwas passiert. Turtles-Transport. Grailzeit. Okay, ich bin doof. Ich bin entschuldigt, dass ich doof bin. Ja super, jetzt kann ich wieder einige Dinge abgeben, einige Quests. Für Malik wird sich das überhaupt nicht lohnen. Aber egal. Minimal SK, okay. Wir haben ja hier einige Anfragen, oder? Oh, das sind viele. Keine Ahnung. Auch einfach so. Immer frische neue Dinger hier auswählen. Flitzende Maid. Und Vitalität. Und mal gucken. Hallo, ich brauche was Gutes. Irgendwie ist er nicht zu atemberaubend. Aber das Sturmstund. Aber die habe ich nicht eine große Auswahl. Okay. Ich kann noch mal die Quest da unten vorlesen, aber nur. Warum auch immer. Okay. Kann ich wieder einige Dinge auf Level 4 hochleveln? Gut.
Cool. So, irgendwas einfach ausrüsten. Bei dir, ja, ich muss unbedingt ein bisschen trainieren, um ihn einen Agar-Titel hier zu bescheren. So, aber da wir hier höchstwahrscheinlich zurück nach Land gehen können, werde ich mir uns in der nächsten Folge... Guck mich nicht so an! Dann werden wir in der nächsten Folge uns vor Land treffen. Und ja, ich sage, weil ich wieder ein bisschen trainiert habe und ein bisschen, ja, und Titel und... damit ich im nächsten Kampf hoffentlich nicht auf böse Frecken werde, auf schlimmste Weise. Aber bis dahin sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal tschüss.